Verlassen wir die Außenpolitik und wenden uns der Innenpolitik zu. Die Umfragen der Ampelregierung Alexander Gauland sind desaströs. Die Menschen erkennen die Probleme in diesem Lande zuhauf. Inwiefern kann die AfD davon profitieren und vor allen Dingen, was kann sie tun? Wir sind in der schwierigen Situation, dass wir im Grunde genommen Oppositionspartei ohne Möglichkeit zur Regierungsbildung im Moment sind und bleiben. Das liegt an der falschen Einstellung der CDU, aber die wir nicht aufbrechen können. Die Schwierigkeit ist, dass die Basis der CDU im Grunde genommen gerade in den ostdeutschen Ländern der Führung in Berlin deutlich machen müsste, dass nur indem sie eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD vorsieht, wenigstens als Option, die CDU eine Chance hat, wirklich auf einen Politikwandel. Denn selbst wenn die CDU, so wie es jetzt im Moment aussieht, die nächsten Wahlen gewinnt, dann müssten sie wahrscheinlich wieder eine Koalition mit den Grünen eingehen, was bedeuten würde, ich brauche mir eine Diskussion alleine, um diese Bezahlkarte anzusehen, dass der ganze Unsinn dieser grünen ideologischen Politik dann eben auch von der CDU mitgetragen wird. Das ist aber erstmal eine Sache, die die CDU unter sich leisten muss. Da können wir wenig dazu beitragen. Beide Parteien, CDU und AfD, kämen zumindest nach den jetzigen Umfragen knapp über die 50%, genau. Könnten also eine Regierung sein. Herr Maaßen sagte neulich mal, die CDU sei sein Premiumpartner. Das hat einige sehr überrascht, weil er gerade ausgetreten war. Ist die Union wirklich für die AfD ein Premiumpartner oder auch ein Premiumpartner oder sehen Sie das anders? Naja, ich sehe keinen anderen. Das heißt, trotz aller Feindschaft und Ablehnung, gerade auch der Führung der CDU, sind die Positionen der CDU, wenn ich mir die Politik in Deutschland angucke, noch am ehesten vermittelbar mit AfD-Positionen. Ich kann mir also ein Bündnis Grünen mit der AfD oder der SPD mit der AfD nun gar nicht vorstellen. Ich muss also mit dem leben, was es gibt. Und lassen wir mal die FDP weg, die ja nun eher, bin ich nicht sicher, dass die nochmal reinkommt, aber dann ist nur die CDU mit Position in der Möglichkeit, mit uns irgendwas gemeinsam zu machen. Das drückt mich ganz vage aus. Insofern sollten wir sozusagen die Ablehnung der CDU nicht verstärken durch eigenes Handeln und sollten zumindest im Blick behalten, dass eine wirkliche Veränderung in Deutschland nur möglich ist, wenn diese sogenannte Brandmauer fällt und wenn also die Führung der CDU von der Basis gezwungen wird, das als echte Alternative für ihre eigene Politik zu sehen. In der AfD ist man unterschiedlicher Meinung, das ist nicht gleich ganz eindeutig. Koalition mit der Union, ja. Es gibt einige Stimmen, die sagen, ja, aber, und dann kommt es, nur wenn die AfD die Majorität hat, also mehr Prozentpunkte bekommt. Nein, das halte ich für falsch. Ich habe aber auch früher schon erklärt, wir müssen zumindest so stark sein, dass man uns nicht einfach beseitigen kann in einer Koalition. AfD auf Augenhöhe? Müsste gar nicht ganz sein. Augenhöhe ist schon, wenn man mit dem Koalitionspartner nicht umgehen kann, wie Frau Merkel zum Beispiel mit der FDP umgegangen ist. Also eine starke AfD würde mir schon reichen, um ein solches Angebot der CDU, wenn es das gäbe, aber das ist ja rein theoretisch, anzunehmen.
Seit 2015 haben wir eine Migrationswelle, Alexander Gauland, von Menschen. Frau Merkel hat sie zuerst ins Land geholt, dann sind jedes Jahr immer mehr gekommen. Um die 200.000 verzeichnen wir jetzt pro Jahr. Das ist fast die Größe von zwei deutschen Großstädten. Ist das eigentlich noch zu stoppen und vor allen Dingen ist das umkehrbar zu machen? Das kommt darauf an, was umkehrbar heißt. Also er ist nicht in dem Sinne umkehrbar, dass diese Menschen alle wieder Deutschland verlassen werden. Das ist völlig klar. Wenn wir aber das machen würden, was wir ja auch fordern, die Grenzen zu schützen, unter Umständen auch nochmal das Asylrecht zu befragen, ob das in derzeit noch in der Form, wie wir es jetzt haben, sinnvoll ist, dann könnte man natürlich, sagen wir mal, diese Entwicklung stoppen. Das heißt nicht umkehren, aber es würden die schweren Folgen, die wir haben, in der Veränderung der Bevölkerung, in der Zerstörung von Gemeinschaften, das würde nicht sich so fortsetzen einfach. Das sehe ich aber im Moment nicht. Ich sehe nicht, trotz des Bundeskanzlers und trotz der Versuche jetzt zu sagen, ja, also wir müssen jetzt wirklich was tun, solange welche Partei auch immer mit den Grünen regiert, ist deren Programm Aufnahme aller, wir können das, wir müssen das tun, es ist gut, wenn Deutschland sich so verändert. Das ist die Politik immer gewesen, das hat Frau Göring-Eckardt schon vor Jahren mit Begeisterung vertreten. Deswegen müssen die Grünen in die Opposition, und das geht eigentlich nur, dass die CDU sich ändert, wenn wir diese Art von Masseneinwanderung blockieren wollen, darf es keine Koalition, wer auch immer, mit den Grünen geben. Die AfD ist heftig kritisiert worden für ein Wort, was sie genutzt hat, um ihre politischen Vorstellungen auszudrücken, Remigration. Also Menschen, die keinen gesetzlichen Anspruch auf Asyl haben, wieder nach Hause zu schicken, bis zu weiteren Maßnahmen, die unterschiedlich zu interpretieren sind. Ist Remigration ein Konzept, Herr Gauland, weil es ansonsten in Deutschland eine Vielzahl von Menschen gibt, die wir gar nicht nur unterbringen können, sondern an sich auch nicht in Lohn und Brot bringen können? Da muss man mal formulieren, was Remigration ist. Bis jetzt ist ein Schlagwort, das von dieser komischen Korrektivgruppe benutzt worden ist und bei uns offensichtlich interpretiert wird, von denen jetzt auch, aber es ist auch schon wieder zurückgenommen worden, in Deportation. Das ist natürlich Unsinn. Es ist schwierig, Menschen, die sich hier eingelebt haben, sozusagen aufzufordern, zu bitten oder Anreize zu gewähren, zurück in andere Länder zu gehen. Das halte ich für nicht ganz einfach. Deswegen müsste man sehr viel klarer sagen, eine weitere Zuwanderung in der Form werden wir nicht zulassen. Das geht noch, wäre auch eine Möglichkeit, aber auch da sind ja die Grünen überall, stehen dagegen, davor. Von daher sehe ich es im Moment nicht. Denn das würde wirklich erfordern, eine Zusammenarbeit, wie auch immer, zwischen CDU und AfD. Ein anderes Thema derzeit in der deutschen Politik sind die Vielzahl von Skandalen, nennt es die einen, die anderen zumindest Aufregerthemen. Ich habe gerade über dieses abgehörte Telefonat gesprochen, was die Öffentlichkeit bewegt hat. Wir hatten ein Bundesverfassungsgericht, was der Bundesregierung um die Ohren gehauen hat, dass ihr Haushalt verfassungswidrig sei. Das ist ja kein Kavaliersdelikt. Wir haben andere Unternehmungen wie Frau Faeser, die von einer Kontrolle der Systeme träumt, die mit dem Rechtsstaat kaum vereinbar sind. Es ist mal in früheren Zeiten ein Bundeswirtschaftsminister Möllemann zurückgetreten, weil er einen Einkaufschip mit einem Dienstbrief beworben hat.
finden heute gar keine Konsequenzen mehr statt? Kann eine Regierung machen, was sie will, ohne dass eine Kraft ihr in den Arm fällt? Der Eindruck ist ja, ja, das hat sich verändert und es hat sich deswegen verändert, weil wir in diesem Lande, nicht nur in Deutschland, aber besonders in Deutschland, einen Kulturkrieg führen. Und anders als Herr Möllemann, da war das sozusagen ein individuelles Versehen, Versagen, wie auch immer. Kleiner Hilfsdienst, ja. Genau. Sind ja jetzt die sogenannten Fehler oder ist das, was uns stört, ja geradezu Politik, von vielen gewünscht als fortschrittliche Politik. Das heißt, wir haben inzwischen in diesem Land einen Kulturkrieg entwickelt, der dazu führt, dass natürlich die eine Seite immer die andere angreift, aber ihre eigenen Fehler immer sozusagen abdeckt. Man darf niemanden fallen lassen von der eigenen Seite. Dein Wortfall. Kulturkrieg ist das eine. Aber ich nenne jetzt nur mal 2015 die Entscheidung von Frau Merkel, die Grenzen aufzumachen, die ohne jede rechtliche Grundlage war. Es gab keine rechtliche Grundlage für diese Entscheidung. Ja, aber auch das ist ein Kulturkrieg, Frau Merkel. Ja, das hat aber wir haben ja immer noch einen Rechtsstaat. Es müsste ja an sich rechtsstaatliche Konsequenzen haben, die gibt es aber nicht mehr. Hat ja schon Herr Seehofer gesagt, Herrschaft des Unrechts, die gibt es nicht mehr, da haben Sie völlig recht. Das würde ich als Teil dieses Kulturkriegs bezeichnen, dass die Frage des formalen Rechts keine Rolle mehr spielt, wenn das Gute angeblich durchgesetzt werden muss. Und da Frau Merkel das Gute mit den Migranten durchsetzen wollte, spielt die Frage, ob das zulässig ist oder nicht und wie wir uns sonst verhalten würden, keine Rolle mehr. Das würde ich als Kulturkrieg bezeichnen. Sind das nicht auch Auflösungserscheinungen eines Staates, wenn die Staatsinstrumente nicht mehr genutzt werden oder nicht mehr wirken? Das ist bestimmt ein Teil der Auflösung des Staates. Da haben Sie völlig recht. Die Wirtschaft stagniert, die Energiekosten steigen in astronomische Höhen, das Bildungsniveau sinkt in Deutschland, die Infrastruktur ist marode. Man hat gar nicht so viel Zeit, sämtliche Probleme aufzuzählen, mit denen wir derzeit als normale Bürger konfrontiert sind und uns bewusst sind. Nun tritt die AfD an, alles anders und besser zu machen. Meinen Sie, bei der Fülle und der Vielzahl der Probleme, die uns jetzt schon auf den Nägeln brennen, sehen Sie die AfD in der Lage, in einem Zeitraum X wirklich diesen Wust und diesen Schwall von Problemen zu lösen und bessere Wege zu finden? Alleine nicht. Was heißt das? Es kommt nicht auf eine Partei an, sondern es kommt darauf an, ob es in der Gesellschaft genügend Kräfte gibt, die sich dem, was Sie Auflösung nennen, entgegenstellen. Und das muss in der Bevölkerung mindestens eine knappe Mehrheit sein. Im Moment sehe ich diese Kräftekonstellation nicht. Dann würde auch eine AfD-Politik daran nichts ändern, sondern sie würde nur ausgegrenzt werden von allen anderen, was wir ja jetzt auch haben. Von daher müsste sich das gesellschaftliche Klima ändern, indem bestimmte Dinge wieder anders gesehen werden. Ob das in der Bildung ist, ob das in der Migration ist. Die kulturelle Dominanz dieser grün-roten Entwicklung, die wir leider in den letzten Jahren gehabt haben, müsste sozusagen zurückgedreht werden. Vor allen Dingen müsste sich in der Bevölkerung eine Gegenposition entwickeln. Es gibt Ansätze dazu, das sieht man ja an dem Verfall der Grünen im Moment. Bei den Umfragen ist das die unbeliebteste Partei, früher war es die beliebteste. Das ist also zumindest ein Anfang. Aber da müsste sich das gesellschaftliche Klima insgesamt doch stark ändern. Noch sehe ich es nicht, ich sehe nur Ansätze. Kommen wir zum Klima.
In Ihren früheren Reden und Interviews haben Sie oft die AfD als sogenannten gierigen Haufen bezeichnet. Ist er das immer noch? Ja, ist er immer noch. Sieht man in vielen Problemen, die wir immer noch haben, ob da nun drei Leute aus Bayern nach Russland die Wahlen kontrollieren wollen oder ob jemand plötzlich den Vorsitz im Gesundheitsausschuss besetzt. Das ist der typische Fall von gierigen Haufen. Die AfD hat über viele Jahre Mitgliederparteitage gehabt, wollte nicht so sein wie die etablierten Parteien mit Delegiertenparteitagen. Jetzt hat sich das geändert. In fast allen Landesverbänden gibt es Delegiertenparteitage. Die Bundesparteitage sind ebenfalls so. Hat sich die AfD da dem System der Altparteien angenähert und läuft sie Gefahr, sich genauso zu entwickeln wie die etablierten Altparteien, nämlich an sich mit einer personellen Negativauswahl? Sie wählen nicht mehr die Besten in ihre Führungsposition. Es ist sehr schwierig, in einer Parteiendemokratie zu anderen Auswahlverfahren zu kommen. Wenn man sehr viel weniger Mitglieder hat, kann man Parteitage mit allen Mitgliedern machen. Das geht heute nicht mehr. Diese Parteitage würden gar nicht mehr organisatorisch und zeitlich durchgeführt werden können. Von daher, ich bin immer sehr dafür gewesen, dass wir noch ein gieriger Haufen sind, aber natürlich gibt es bestimmte Sachzwänge, aus denen man schlecht rauskommt in einer Parteiendemokratie. Und diese Sachzwänge erreichen uns natürlich auch. Das war mir eigentlich immer klar. Und ich habe das immer für richtig gehalten, dass wir, solange wir wenige waren, zum Beispiel Parteitage mit allen Mitgliedern gemacht haben. Alles richtig, ist nur nicht durchzuhalten, wenn wir immer stärker werden. Von daher, wenn ich da reingehen darf, entschuldigen Sie, wenn man mit AfD-Mitgliedern spricht, von allen mit denen, die schon von Anfang an dabei waren, dann kommt immer so ein Leuchten in die Augen, wenn Sie an Essen 2015 denken. Da waren an die knapp 4.500 AfD-Mitglieder in einer schlecht klimatisierten Halle. Aber die Begeisterung für diese Veranstaltung damals und die Abfahrt, die zur Abfahrt von Bernd Lucke führte, ist doch nach wie vor auch in den Köpfen, die dabei waren, vorhanden. Die einzelnen Mitglieder fühlten sich damals mitgenommen, sie hatten eine Stimme. Heute ist das durch die Delegiertenparteitage nicht mehr der Fall. Ja, nun war Essen eine ganz besondere Situation. Das hat auch die Partei wahnsinnig aufgeregt. Dann gab es vorher Entwicklungen, die eine besondere Politisierung hervorgerufen haben. Das sind Dinge, die kann man meiner Ansicht nach nicht auf einer bestimmten Ebene, auf einem bestimmten Level halten und in jedem Parteitag so ähnlich machen. Könnte eine solche Neuauflage wie Essen 2015 hilfreich sein für die AfD? Das kommt ganz drauf an. Das ist heute eine andere Situation. Lucke hatte sich von der Basis in einer Weise entfernt, dass die Basis in Essen revoltiert hatte. Wenn die Parteiführung sich heute von der Basis so weit entfernen würde, könnte ich mir das ähnlich wieder vorstellen. Das ist aber nichts, was man sozusagen künstlich über Jahre hin aufrechterhalten kann. Der Thüringer Björn Höcke hat das bei den Parteitagen mehrfach ins Feld geführt und ich glaube, auch Sie haben mal eine Anmerkung dazu gemacht, dass die Auswahl der Kandidaten für die unterschiedlichsten Mandate im Grunde genommen auch wie bei den Altparteien bei uns
keine besten Auswahl mehr ist. Und er hat darüber nachgedacht, wie kann man das hinkriegen, dass man kompetente Leute, die auch das Mandat ausfüllen, was sie erwerben wollen, nach vorne gebracht werden. Wie ist Ihre Haltung dazu? Braucht die AfD als alternative Partei zu den Etablierten ein besseres Personaltableau und damit auch eine Bestenauswahl? Das ist auch so etwas, was theoretisch bestimmt richtig ist. Ich sehe aber keinen Weg, sozusagen eine Art Bestenauswahl vorzuschreiben. Das heißt, es setzen sich natürlich in allen Organisationen, in allen Parteien auch immer wieder die menschlichen Schwächen durch. Von daher, das kann man fordern. Man kann auch immer wieder den Versuch machen, Menschen zu fördern, die anders sind. Alles richtig. Dass es Regeln gibt, die man so ändern kann, dass das sozusagen institutionell funktioniert, da habe ich meine Zweifel. Die etablierten Altparteien haben ja das Problem, dass sie im Grunde genommen von Generation zu Generation in ihrer Personalauswahl eher schlechter geworden sind. So, die AfD droht ja, sich ähnlich zu entwickeln. Die Anpassung an die Altparteien findet zweifelsohne statt. Was kann man machen, zum Beispiel über Satzungsänderungen, dass die Kandidaten für ein bestimmtes Mandat sich dann eben auch mit ihrer Qualifikation vorstellen, dass sie also in ihren Reden keine Balkonreden halten sollen, sondern dass sie konkret darauf eingehen, was befähigt sie, was bringen sie mit, um dieses oder jene Mandat im Landtag, im Bundestag, in Europa auszufüllen? Man könnte jedenfalls in den Fragepositionen, die könnte man ausbauen und könnte das, was Sie andeuten, was er derjenige sagen sollte, durch Fragen deutlicher hervorbringen. Das wird aber nicht eine grundsätzliche Veränderung bringen. Das könnte man in die Satzung einpflegen zum Beispiel. Naja, dass man Rechenschaft ablegen muss. Sie haben ja in der AfD einige Diskussionen von Kandidaten, die dann so ein bisschen ihren Lebenslauf zwar nicht vorgetragen, aber vorher dem Präsidium abgegeben haben, die zumindest in Teilen nicht ganz korrekt waren. All das könnte man mit einer solchen Entscheidung, es in die Satzung aufzunehmen, umgehen. Jeder Kandidat muss erstmal erklären, was ihn zu diesem oder jenem Mandat befähigt. Das kann man theoretisch verankern. Nun wird ja heute schon auf allen Parteien, also auf den meisten, die ich kenne, Parteitagen, werden ja die Leute schon gefragt. Das ist natürlich zu wenig. Sie werden gefragt nach ihrer bisherigen beruflichen Entwicklung, was sie denn veranlasst, sich dafür zur Verfügung zu stellen, was sie gelernt haben und so weiter. Das könnte man ausbauen, ohne dass ich jetzt im Einzelnen wüsste, wie, aber das könnte man verstärken und auf die, wie Sie sagen, Balkonreden verzichten. Da könnte es Verbesserungen geben, das will ich gar nicht bestreiten, aber grundsätzlich sind wir Menschen fehlbar und Organisationen werden von fehlbaren Menschen zu fehlbaren Organisationen ausgebaut. Von daher glaube ich nicht, dass es sozusagen schwarz sich an weiß verändert. Ich frage vor dem Hintergrund, weil es durchaus Eindrücke, und zwar in den unterschiedlichsten politischen Strömungen gibt, dass die Parteiendemokratie, so wie wir sie jetzt haben, aufgrund einer fortschleichende Negativauswahl von Generation zu Generation im Grunde genommen sich überlebt hat. Dass das Vertrauen der Bevölkerung nicht mehr gegeben ist und das auch sehr schwer wieder zu erringen ist. Die AfD würde ja, wenn sie diesen gleichen, der gleichen Systematik folgt, den gleichen Weg beschreiten. Das ist im Prinzip, die Analyse ist im Prinzip richtig, die Sie geben, aber ich sehe keine Alternative. Es fällt mir schwer, mir einen Parteitag vorzustellen, bei dem das alles so nicht stattfindet. Mhm. Und es fällt mir schwer, andere Organisationen als Parteien, als sozusagen Träger des demokratischen Willens zwischenzuschalten, zwischen den Einzelnen und die
Menge der Bürger, die draußen ja sonst gar keinen Zugriff auf bestimmte Ideen und Menschen haben. Von daher, ja, die Defizite sind richtig beschrieben, sie sind auch bekannt. Ich sehe nur nicht, wo ist die sozusagen alle sofort überzeugende Alternative. Also es gibt keine Alternative zur Parteiendemokratie. Jedenfalls nicht in großen Staaten. Die Schweiz hat ja so etwas wie eine Alternative mit den vielen Volksabstimmungen. Natürlich gibt es immer einzelne Fälle. Das ist so einer, wo man sagen kann, das ist besser. Finde ich auch besser. Aber das können Sie wahrscheinlich in einem 80-Millionen-Volk nicht machen. Und in Amerika kann ich mir schon gar nicht vorstellen. 11 Jahre gibt es die AfD schon. Sie haben 2013 im Frühjahr angefangen im hessischen Taunus. Wenn Sie einmal zurückblicken, Alexander Gauland, was hat die AfD falsch, was hat sie richtig gemacht? Also, ich würde gar nicht sagen, was hat sie richtig, was hat sie falsch gemacht. Was ist ihr denn gelungen, würde ich sagen. Und da bin ich sehr vorsichtig und sage, es ist uns zumindest gelungen, dass die grün-rote Dominanz, die es noch immer gibt, nicht allumfassend wurde und dass wir als Partei einen Resonanzboden für Menschen zur Verfügung gestellt haben, die anders denken und leben wollen. Die Gefahr war ja, dass sozusagen trotz einer parlamentarischen Demokratie alles eins wird, dass abweichende Meinungen überhaupt nicht mehr, schon nicht mehr zugelassen werden. Insofern haben wir das aufgebrochen mit, ich bin da nicht euphorisch, das ist mit Schwierigkeiten verbunden. Der Verfassungsschutz versucht auch, das so weit wie möglich zu unterdrücken. Und ich mache mir auch nichts vor, dass wir nun selbst schon eine Art Hoheit à la Gramsci über die Gesellschaft bekommen haben. Aber das ist zumindest der Erfolg, den wir haben, dass es sozusagen eine Gruppe gibt, an der sich die anderen reiben müssen. Und das halte ich für den größten Erfolg der AfD. Diese Reibung will man am liebsten beseitigen, indem man ein AfD-Verbot initiiert. Genau. Es gab schon mal, es gab mehrere Parteienverbotsverfahren in Deutschland. Stimmt. Der KPD hat es nach dem Kriege angefangen. Aber auch die Republikaner wurden ja vom Verfassungsschutz ins Auge genommen und im Grunde genommen auch zur Strecke gebracht. Ist die, nicht nur die AfD, ist die Demokratie, Herr Gauland, durch diese Aktivitäten, die heute stattfinden, in höchster Gefahr? Ja, ist sie. Wobei das aber in Deutschland ein Sonderfall ist, denn nur wir haben als Demokratie einen Verfassungsschutz, der in der Weise Meinungen zensiert und im Grunde genommen schon, sagt er ja auch offen, Meinungen ausgrenzen will, als für verfassungsfeindlich hält. Das gibt es in keinem westlichen Land, das gibt es nicht in den USA, selbst nicht in England, Frankreich oder so, also auch in keinem westeuropäischen Land. Das halte ich für die größte Gefahr, dass wir, dass der Versuch gemacht wird, die sozusagen abweichende Meinungen als abweichend vom Grundgesetz darzustellen und damit in der Tat eine große Gruppe von Menschen aus der politischen, öffentlichen Diskussion auszuschließen. Ob das sich so weiterentwickelt, das ist alles sehr schwierig vorauszusagen. Ich fürchte aber, wir werden noch ein Verbotsverfahren erleben, vor allen Dingen, wenn wir stärker werden.
Ob das Verfassungsgericht dann dagegen hält, das muss man sehen. Ich bin nicht absolut pessimistisch, zumal es schwierig ist, vielleicht 30% der Bevölkerung aus dem politischen Diskurs rauszunehmen. Aber ich bin auch nicht nur optimistisch. Sie haben das eben gesagt, man kann das gar nicht so sagen, was wurde falsch, was wurde richtig gemacht. Aber ich möchte doch noch mal darauf eingehen, welche Fehler hat die AfD in den letzten 11 Jahren aus Ihrer Sicht gemacht? Also es hat immer einzelne Fehler einzelner gegeben. Ich sehe aber jetzt nicht sozusagen einen grundsätzlichen Fehler, der die Partei in 11 Jahren in die falsche Richtung gedrängt hat. Das sehe ich nicht. Sondern wir haben immer korrigiert. Sie haben 3 Parteivorsitzende verschlissen. Ja, aber korrigiert, das meinte ich mit korrigiert. Wir haben 3 Parteivorsitzende verschlissen, nur die haben sich auch selber verschlissen. Alle 3 sind gescheitert, auch an sich selbst. Lucke an seiner Unfähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen und seinem Ich will die einzelne Spitze sein. Petri, obwohl ich immer gedacht habe, sie hat das ja erlebt, wie sie von Lucke behandelt wurde, ist in dieselbe Richtung marschiert. Naja, und Meuthen ist dann der Fall, wo auf dem Parteitag kann man keine Rede gegen seine eigene Partei halten und dann noch glauben, dass man dafür Beifall bekommt. Also das fand ich nun ganz komisch. Aber das sind alles Fehler gewesen. Ich sehe aber jetzt nicht sozusagen das, was die anderen uns ja gern vorwerfen, den grundsätzlichen Fehler, dass die Partei eigentlich nicht in der politischen Diskussion bleiben sollte, den sehe ich nicht. Eine zentrale Figur in der AfD wird immer wieder von außen, auch von den Medien, heftigst angegriffen. Die AfD, ja, das ging hier noch, aber der Höcke ist dann immer das. Hat Björn Höcke in der AfD eine Zukunft? Das habe ich immer für eine zukunftsfähige Persönlichkeit gehalten. Die Anfeindungen gegen Höcke sind zum Teil natürlich alle vorgeschoben. Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, dass es ein Ausschlussverfahren gab. Ich habe, es wird mir ja auch vorgeworfen, ich hätte die Hand über ihn gehalten, das kann man gar nicht. Höcke hat wie wir alle Fehler gemacht. Das Mahnmal der Schande konnte zwar vielleicht Augstein sagen, so ähnlich. Er konnte es nicht sagen. Der afrikanische Ausbreitungstyp war für einen Ethnologenkongress vielleicht eine ganz gute Idee. Für einen Parteitag war es gar keine gute Idee. Aber das trifft nicht nur Höcke. Ich habe mit meinem Vogelschiss auch Mist gemacht. Von daher, wir haben alle Fehler gemacht, die uns immer wieder zurückgeworfen haben. Ich würde aber Höcke darin keine zentrale Rolle einräumen, auch wenn er jetzt gerichtsnotorisch als Faschist bezeichnet werden kann. Das zeigt mir nur, dass deutsche Richter wieder nicht mehr wissen, was Faschismus ist. Von daher halte ich das für Unsinn und würde immer sagen... Entschuldigen Sie, jetzt muss ich sogar Alexander Gauland korrigieren. Das hat dieses Gericht nicht entschieden. Das Gericht hat entschieden, dass ein Plakat, in dem er als Faschist dargestellt wurde oder bezeichnet ja, wurde, dass man das aber sagen kann, dass dieses Plakat nicht keine rechtliche Konsequenz hat, eben, weil es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Es ging ums Plakat an sich und nicht um den Ausdruck Faschist. Das kann man sagen. Ja. Und das finde ich also ein Unding, ja, weil es für mich zeigt, aber das sehen wir ja auch an Debattenbeiträgen im Bundestag, das ist das Schlimme, dass mit der Nazikeule herumgefuchtelt wird von Leuten,
die gar nicht mehr wissen, was Nationalsozialismus war, von Faschismus ganz zu schweigen, die keine Ahnung mehr haben, was das für eine Zeit war. Ich habe das als Kind noch erlebt. Aber das ist nun so. Das hat jetzt keinen Zweck, darüber zu klagen. Björn Höcke ist ein deutscher Patriot, wie ich immer gesagt habe, ein Nationalromantiker. Ich finde, er liebt das deutsche Volk manchmal mehr, als es das verdient. Aber das ist kein Verbrechen. Und von daher, ja, hat er natürlich eine Zukunft in der Partei. Das kommt jetzt auf die Thüringer Wahlen an. Wenn er da ein sehr gutes Ergebnis hat, sollte er dann auch mal aus Thüringen weg in die Bundespolitik gehen. Nach vielen Jahren in der Politik und viel Lebenserfahrung, gibt es etwas, was Sie der nächsten Generation mitteilen, weiterreichen wollen? Was ist Ihr Vermächtnis an die junge Generation? Das ist sehr schwierig, weil ich weiß, dass man mit Ratschlägen an die nachfolgende Generation nie gut ankommt. Von daher würde ich keine großen Empfehlungen aussprechen. Ich habe gerade meinen ersten Entwurf meiner Erinnerungen geschrieben und habe gerade da auf Empfehlungen verzichtet, außer einer einzigen, die ein Bismarck-Zitat ist. Ich glaube, jeder muss seine eigenen Lebenserfahrungen machen. Und es ist nur selten möglich, vielleicht in der Familie, aber auch das ist schwierig, es ist nur selten möglich, dass man Lebenserfahrungen sozusagen an andere weitergeben kann und dass das auch noch positiv aufgenommen wird. Meistens ist natürlich die nächste Generation erstmal von sich und ihren anderen Einstellungen überzeugt. Und da kann man viel reden und wenig bewirken. Und wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen, wir haben jetzt 2024, 2025 sind die nächsten Bundestagswahlen. Hat die AfD da schon eine große Chance auf Erfolg? Oder nehmen wir es ein bisschen weiter gespannt, 2029 werden dann die nächsten. Wie sieht die Zukunft der AfD aus? Welche Perspektiven hat sie? Das ist schwer vorauszusagen. Bei solchen Dingen bin ich immer sehr skeptisch. Das hängt an der Entwicklung Deutschlands, von der Entwicklung Deutschlands ab. Das hängt von außenpolitischen Krisen ab. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass wir mitten in Europa noch einen Krieg haben? Das kann man meiner Ansicht nach nicht voraussagen. Das hängt von der Entwicklung zum Beispiel der CDU ab, da wir ja für eine wirkliche Veränderung eine Koalition brauchten. Also das ist mir zu viel Zukunftsseherei, die letztlich, das sind zu viele Unbekannte im Spiel, dass ich heute eine Voraussage treffen würde. Ich will zu einem Punkt noch mal nachhaken, die Frage ergänze ich noch, weil Sie das gerade noch mal erwähnt mit der CDU. Wir haben jetzt eine Werteunion mit Herrn Maaßen. Man hatte ja geglaubt, da geht einer hin und umwirbt das konservative Potenzial, was es in der CDU ja nach Meinung vieler noch gibt, mit einem Prozentsatz zwischen 20-30%, die zähneknirschend vielleicht noch Angela Merkel gewählt haben, aber die in ihrer Grundansicht, ihren politischen Werten an sich denken wie ihre Vorgänger in den 80er und 90er Jahren. Glauben Sie auch, dass es diese Klientel noch in der Union gibt und ist das die Klientel, auf die Sie abzielen? Weil sie ja dann relativ deckungsgleich mit den Zielen der AfD ist. Ja, ich wäre nur vorsichtig in puncto Klientel in der Union. Wenn Sie das Buch von Sarah Wagenknecht lesen, Die Selbstgerechten, da finde ich, das meiste kann ich unterschreiben. Das gibt es also auch in anderen politischen Lagern. Ja. Das hängt immer natürlich wieder an Persönlichkeiten und
Da bin ich skeptisch, dass in der Werteunion, sagen wir, charismatisches Potenzial ist. Sehen Sie das Wählerpotenzial? Gibt es diese 30% geschätzt konservativer Unionsleute? Es gibt einen Prozentsatz, den ich jetzt nicht definieren würde, weil ich auch nicht weiß, wie viel der ist. Die gibt es. Die gibt es vor allen Dingen als Basis in den Ostverbänden, aber es gibt es auch in Baden-Württemberg und so weiter. Das hängt aber doch an charismatischen Führerpersönlichkeiten, damit sich das sozusagen materialisiert. Und das kriegt man künstlich nicht hin. Also ich glaube nicht, dass die Werteunion mit Herrn Wasen an der Spitze sich zu einem Nukleus für eine solche Entwicklung entwickeln kann. Da habe ich meine großen Zweifel, weil dieses Potenzial, es ist ja sehr unterschiedlich. Man kann in bestimmten Fragen der Meinung sein und in anderen wieder anders. Das heißt, das lässt sich auch nicht so ohne weiteres zusammenfassen in einer handlungsfähigen Einheit. Und das ist die Schwierigkeit. Jetzt haben wir einen kleinen Exkurs noch mal kurz in diese Frage gemacht. Letzte Frage. Gibt es ein Lebensmotto, was Sie sagen? Sie haben vorhin gesagt, Empfehlungen für die nächste Generation. Ach, jeder macht an sich seins und seine Erfahrung. Gibt es ein Motto, das Sie für sich gefunden haben, wonach es sich zu leben lohnt oder zu gestalten lohnt, politisch zu wirken lohnt? Also mir fällt im Moment kein Lebensmotto ein. Alexander Gauland, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.